Vielleicht kennst du das auch, dass du manchmal sagst, ich möchte etwas tun, aber ich kann nicht, weil. Oder du kennst es vielleicht gar nicht von dir, sondern du kennst es von anderen Menschen. Vielleicht bist du schon in der komfortablen Situation, dass du dein Leben in Freiheit lebst, dass du dein Leben lebst, was du dir wünschst für dich und für deine Liebsten um dich herum. Und wenn du dir folgendes Bild mal vorstellst. Ich stehe hier in Spanien, ich bin ja mit meinem Camper, der da hinten steht, schon seit einigen Monaten unterwegs. Es ist für mich meine Freiheit, online arbeiten zu können von überall aus der Welt, wo ich sein möchte. Und das ist auch ein längerer Weg, der da hinter mir liegt. Und es gab viele Hürden, viele unkomfortable Situationen. Und ich glaube, genau dieses Unkomfortable ist wichtig, dich in eine unkomfortable Situation zu bringen und nicht in deiner Komfortzone zu bleiben. Wenn du oder andere erlebst, dass sie sagen, ich kann nicht, weil, stell dir mal Folgendes vor. Dieses Tor, was hier hinter uns steht, ist imaginär das Tor, wo ich jetzt stehe, das ich kann nicht ist. Und wenn du dann auf die andere Seite gehst, steht auf der anderen Seite, ich kann. Denn ich kann beinhaltet für dich danach all die Gründe, warum etwas doch geht. Ich kann mich selbstständig machen, weil ich es einfach drauf habe. Ich kann mich selbstständig machen, weil ich alle Ressourcen bereits in mir trage. Ich kann mich selbstständig machen, weil ich auf mich vertrauen kann. Ich kann mich selbstständig machen, weil Menschen in meinem Umfeld sind, die mich darin unterstützen werden. Ich kann mich selbstständig machen und so weiter. Gehst aber wieder auf die andere Seite, nämlich da, wo du gerade bist. Hello, hola. Hello. Gehst auf die andere Seite, wo du bist, nämlich hier, und du betrittst wieder den Raum, wo du jetzt vielleicht gerade bist, den ich kann nicht, weil, findest du Gründe, ich kann nicht, weil ich noch nicht so weit bin. Ich kann nicht, weil ich noch nicht genügend gelernt habe. Ich kann nicht, weil ich muss erst noch die und die Ausbildung machen. Ich kann nicht und so weiter. Deswegen entscheide dich für dich. Möchtest du den Raum weiter beibehalten von ich kann nicht und überleg dir, wo stehst du dann in einem Jahr? Oder möchtest du durch das Tor durchgehen? Und wenn es vielleicht einfach dieses Bild dieses Tors, was du dir aus diesem Video mitnimmst, auf die andere Seite zu gehen und zu sagen, ich kann. Und ich kann, weil, und du ganz viele Gründe dafür findest. Ich hoffe, das hilft dir. Ich würde mich freuen, wenn du für dich Gründe findest heute, warum du etwas kannst, was du dir wünschst und diesen Raum verlässt. Und wenn du mehr dazu wissen willst, wenn ich dich darin unterstützen kann, dann kannst du gerne für dich ein kostenloses Coaching bei mir buchen, wo wir mal auch mal hinschauen, hast du vielleicht überhaupt eine Vision, weißt du überhaupt, was du willst? Und wenn du es nicht weißt, kann man das ganz, ganz leicht rausfinden. Das ist das, was ich für viele andere Menschen mache und woran auch ich dich unterstützen kann. Und ich biete jetzt momentan ein kostenloses Coaching von einer halben Stunde an, wo wir schauen können, können wir überhaupt zusammenarbeiten? Passen wir überhaupt zusammen? Magst du überhaupt meine Art und Weise? Und darin gehen wir hin und schauen, wo stehst du denn gerade? Was ist deine Baseline? Wir gucken, wenn das deine Baseline ist, wo willst du überhaupt hin? Wir schauen, was für Hindernisse stehen dir möglicherweise da im Weg und wie können wir diese Hindernisse lösen? Und manchmal ist es vielleicht genau das, was ich gerade gesagt habe, eben, ich kann nicht, weil, das sind dann das Hindeuten, sozusagen der Zeigefinger auf die Hindernisse oder eben dann zu gucken, wie können wir das verwandeln in ein Ich kann. Manchmal reicht es nämlich einfach nur, dieses Wort nicht zu streichen. Weil wenn du sagst, ich kann nicht vor Menschen sprechen und du würdest das nicht streichen, dann steht da was? Genau, ich kann vor Menschen sprechen. Und allein das, dich in dieses Gefühl zu bringen, dass du vor Menschen sprechen kannst, bringt schon die Veränderung, dass du hingehst, vielleicht dein erstes Live auf Instagram machst, dass du tatsächlich Menschen dich unterhältst, die vielleicht schon bereits eine Plattform haben, wo du das für dich üben kannst, in einem sicheren Raum oder du vielleicht in Gruppen das nächste Mal in einer Gruppenübung dich meldest und anfängst zu sprechen, das Stück für Stück für dich in dein Leben etablierst, jeden Tag 1% mehr. Und wenn du nur 1% jeden Tag änderst, wo stehst du dann in einem Jahr?
Genau das können wir uns gemeinsam angucken in einem kostenlosen Erstgespräch. Ich würde mich freuen, wenn du das für mich buchst. Hier unter dem Video oder da oben links und rechts, je nachdem, wo du das anguckst, kannst du das buchen. Und jetzt sage ich dir von Herzen, hab einen wunderschönen Tag und wir sehen uns. Bis dann.